So, hallo liebe Leute, willkommen zurück. Tag 11. Es geht hier weiter mit der 100er Karte. Isco und Co. Isco und Co. Wir sind hier wieder am Start, liebe Leute. Und zwar haben wir inzwischen komplett Türkei erobert. Und auch Hedjaz haben wir heute eingestrichen. Haben die Hauptstadt erobert und auch noch Baha. Die Hauptstadt ist auch schon befriedet, weil es war noch vom Tageswechsel. Und hier haben wir heute in Medellin noch eine ordentliche Schlacht gehabt, zusammen mit Isco und ich haben hier beide, wir haben beide Ägypten angegriffen. Und da gucken wir mal, was da so passiert ist. Wie ist denn die Schlacht verlaufen? Habe ich selber nicht so geschaut, wenn ich ehrlich bin. So, da. Königreich Ungarn, wir haben 14.000 Mann verloren, wir haben 32.000 vernichtet. Und sonst 43.000 Mann wurden von Ägypten, 28.000 bei Spanien. Das war eine große Schlacht hier. Wir haben von beiden Seiten gleichzeitig angegriffen und die Hauptstreitmacht von Ägypten hier vernichtet in Medinine. Die Provinz ist an uns gefallen nach der Schlacht. Weiß immer noch nicht, welcher Zufallsfaktor da eine Rolle spielt. Ich sehe aber gerade, ich muss hier noch zwei Männer zurückschicken, weil sonst kann nämlich die Provinz revoltieren morgen. Ist auch eine schöne Ölprovinz. Ich denke mal, das haben wir absolut mit Blut bezahlt und auch verdient. Der Kollege hier, Isco, der kann hier eventuell jetzt demnächst Marokko angreifen. Er hat schon gefragt, ob es eine gute Idee wäre. Ja, natürlich wäre es eine gute Idee. Der hat eh nicht so viele Männer hier. Hat hier so ein paar Panzerwagen. Ansonsten ist da nichts am Start. Irgendwo waren allerdings. Wo war denn das nochmal? Irgendeiner hat nämlich gestern schon an Tag 10. Ah ja, das war ja hier. Das war der Kollege aus Marokko, glaube ich. Der hat doch hier irgendwo eine Arti gekauft. Wo sind die hin? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Herrscht da eigentlich Krieg dazwischen denen? Nee. Vielleicht haben die aber Wegerecht oder sowas vereinbart. Weil ich sehe die Arti nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die ist. Ob die hier irgendwo am Einschiffen ist oder sonst irgendwas. Die ist auf jeden Fall verschwunden, oder? Das ist die Einheit hier, das kann auch sein. Auf jeden Fall greift hier Obervolta gerade Marokko an, wie ich sehe. Ja, okay. Marokko hat die Provinz hier freigelassen und dann greift die Republik Obervolta da an. Spannend. scheint nichts. Und hier greift er auch schon an. Ich glaube, das ist eine KI inzwischen. Naja, okay, ist wie es ist. Die Art, die sehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr, aber wie ihr seht, sind hier Einschusslöcher zu sehen. Da wurde irgendwas angegriffen. Aber ja, die ist entweder draufgegangen oder die ist irgendwo anders hin geschickt worden in der Zwischenzeit. Ja, auf jeden Fall will der Kollege aus Isco hier aus Spanien in demnächst angreifen. Was gibt es hier noch Neues? Der Kollege aus Finnland ist hier weiter am Vordringen. Der kämpft gerade gegen wen überhaupt? Gegen Ägypten und gegen Madagaskar. Madagaskar ist hier ordentlich aufgestellt mit Provinzen. Ich habe hier mal überall Männer dagelassen, nicht nur wegen unserem nächsten Vorhaben, sondern auch wegen Madagaskar eben, falls der hier kommen sollte. Ich sehe aber gerade, dass Belgisch-Kongo hier Madagaskar entweder angreift oder verstärkt. Der scheint den zu verstärken, weil er ist nicht im Krieg mit dem. Also, ja, die wollen sich hier scheinbar alle gegen uns stellen. Afrika ist ja auch beständig. Wir belassen es mal erstmal bei den zwei Provinzen, lassen unsere Hauptarmee hier stehen, falls irgendwie die gebraucht wird. Und ansonsten haben wir hier noch eine ordentliche Armee, die Hedjaz erst vor kurzem erobert hat. Immer noch mit 15 Kavallerien. Wie weit ist denn Damaskus? 57%. Ja, die sind alle nicht so gut moralisiert hier. Ich sag, ziehe hier noch ein paar Männer zusammen. Und dann können wir hier als nächstes Arabien angreifen. Unser nächstes Ziel. Hier die ganzen KIs einsammeln und dann direkt auf Persien und dann schnellstens auf Britisch-Pakistan, der übrigens bei uns mehrmals schon angefragt hat, ob er bei uns joinen kann. Ich habe ihm einmal geschrieben, er soll sich bitte an Spanien wenden. Auf die letzte Nachricht habe ich noch nicht geantwortet, weil ich habe ja vorhin anzugreifen. Ich möchte ihn nicht anlügen, deswegen lasse ich es mal sein. Wir sind punktetechnisch auf Platz 1 derzeit, Finnland auf Platz 2, Spanien auf Platz 3. Schaut also sehr gut aus. Wir sind Koalition 6 von 6, 568 Punkte. Und bei den verhassten Nationen der Welt gehören wir noch nicht dazu. Aber die nächste Statistik, effizienteste Industrienation sind wir immerhin auf Platz 7, 17, Entschuldigung.
Und gestern waren wir eine führende Industrienation auf Platz 1, knapp vor Finnland, der inzwischen auch sehr mächtig geworden ist. Wir haben inzwischen 76 Provinzen, Finnland hat 72, Isko, Spanien hat 68 und Kuban hat 39. Also läuft das wirklich gut. Der Kuban müsste noch ein bisschen hinterherziehen, aber der sammelt gerade noch Truppen. Hat gerade noch Krieg gegen Ach, der hat schon Krieg gegen Pakistan, okay. Habe ich gar nicht gecheckt, habe ich nicht registriert, okay. Er hat 196 Einheiten auf jeden Fall. Also ist hier schon der Krieg ausgebrochen, okay. Und hier der Spieler aus Sibirien ist auch noch aktiv. Hier sind inzwischen ein paar Nationen inaktiv geworden, hier Jakutien und Fernöstliche Republik. Hier in Südostasien und in Australien, Ozeanien ist alles noch aktiv und in Amerika auch noch alles aktiv. Okay, super. Hier sehe ich aber, dass portugiesisch Angola inzwischen auch inaktiv geworden ist, genauso wie britisch Nigeria. Ja, ansonsten sind wir weiter am Vordringen. Koalitionstechnisch sind wir Platz 1. Wie gesagt, ein Mann weniger, 4 von 5 Leuten. Und trotzdem haben wir, ja, fast doppelt so viel wie der zweite Platz. Das heißt, momentan schaut es wirklich gut aus. Wenn, dann müsste sich schon die ganze Welt gegen uns stellen, damit die überhaupt hier noch eine Chance haben. Ich wollte noch mal kurze Statistiken anschauen. Wir haben inzwischen eine Kill-Death-Rate von 4,77. Der ist ein bisschen gesunken, weil wir jetzt heute viele Einheiten im Nahkampf verloren haben. Einen Krieg haben wir immer noch gegen britisch Ägypten. Ja, das ist der, den wir heute angegriffen haben eben. Und 392 Einheiten haben wir. Und provinzentechnisch bauen wir gerade jede Menge Stufe 2 Fabriken auch einige Stufe 1 und viele Eisenbahnen und so weiter. Und derzeit 5 Artis, wobei 2 davon frisch losgegangen sind. Die erste ist hier in einem Tag 6 Stunden fertig. Beziehungsweise nein, 19 Stunden ist die allererste fertig. Dann haben wir immerhin schon mal eine und nach werden dann immer mehr kommen. Ich habe jetzt tatsächlich mehr auf den Provinzenausbau Wert gelegt und die Art ist ein bisschen vernachlässigt. Gucken wir mal gleich mal in die Rohstoffbörse, ob es da irgendwas zu kaufen gibt, damit wir das eventuell verschnellern oder verbessern eben. Wir könnten ein bisschen Getreide verkaufen, allerdings bin ich da gerade so ein bisschen, gerade noch so im Plus. Ach, wisst ihr was, das verkaufen wir, ein bisschen mehr Geld. Genau, das verkaufen wir auch noch. Und hier ist leider nichts zum Aufkaufen. Hier gibt es aber günstiges Öl. Das nehme ich mal mit. Wir sehen nämlich in der Rohstoffübersicht, dass wir immer noch knapp 1,6 Millionen an Geld haben. Jede Menge Öl und Kohle und Gas haben wir auch ordentlich zur Verfügung. Und die Provinzen, also die Materialien, das haben wir immerhin bei 2100 schon mal pro Stunde. Das ist schon mal ganz okay. Und Getreide haben wir immerhin jetzt auch schon im positiven Bereich. Und Fisch nur noch minus 1. Insgesamt haben wir Nahrung minus 87. Und damit schaut das schon mal ganz ordentlich aus. Das heißt, wir kommen nach und nach immer mehr im Plus. Gerade hier die frisch eroberten Provinzen werden jetzt demnächst immer mehr steigen. Und dann sollte es hier richtig abgehen. Auch mit den ganzen Aufbauten von den ganzen neu eroberten Provinzen. Wo wir ja überall noch, also hier haben wir zum Beispiel noch gar nichts im Bau, aber die Warteschlange ist schon voll. Das heißt, die warten tatsächlich nur noch auf die Ressourcen. Und die werden demnächst auch dann weiter losgehen. Und nachdem wir die ganzen Sachen dann noch weiter fertig gebaut werden, wird die Ressourcenproduktion immer mehr steigen. Ich halte halt immer auf der Rohstoffbörse Ausschau nach guten, günstigen Angeboten von Stahl und Holz. Oder günstiger als 30 jedenfalls. Die könnte ich zwar auch aufkaufen, weil wir genug Geld haben, aber das ist das mir nicht wert. Es gibt ja immer wieder gute Angebote, deswegen warte ich lieber auf solche Angebote, als anstatt jetzt das ganze Geld zu verschwenden. Ich sehe gerade, hier müsste ich auch noch ein paar People mal da lassen. Lassen wir mal hier 9 People da. Und da schicken wir vielleicht auch schon mal 5 People mal. Na, wobei, da brauchen wir gar nichts. Fällt mir gerade ein, weil das ist eh die erste Provinz, die fällt. Also wir können dann weiter durchgreifen. Und hier haben wir eine Beliebtheit von 56%. Der ist inaktiv. Moment, da habe ich falsch geklickt. Wollte schauen, ob ich ihm schon Wegerecht gegeben habe oder sowas. Ups. Nochmal verklickt. Oh Mann. So, ich habe noch nicht mal Wegerecht ihm gegeben. Das heißt, es schaut ordentlich aus. Hier haben wir ja noch eine Hauptstadt von Bulgarien. 60%. Und dem können wir mal gemeinsame Spionage geben. Jetzt hat er sogar 64%. Damit sind wir geschützt und später können wir uns die Hauptstadt holen, wenn wir viele Gebiete befrieden wollen. Wird das für uns eine Option sein, aber das werde ich wahrscheinlich dann
Ja, weiß nicht, ob das dann runterballern werde mit Artis oder einfach reinrennen, je nachdem, wie weit die KI ihre Hauptstadt bis dahin ausgebaut hat. So, liebe Leute, ach, hier muss ich auch noch aufpassen, fällt mir gerade so auf. Weil hier habe ich auch Grenze zu den Niederlanden, da muss ich auch mal hier gemeinsame Spionage geben. Jetzt 61%, okay. Und Belgien genauso. Gemeinsame Spionage, weil mir ist nämlich vor ein paar Tagen die Heeresleitung hier ausgelaufen. Und ja, genau. Ansonsten haben wir keine KIs mehr an der Grenze. Das heißt, wir können uns vollkommen darauf verlassen, dass uns die anderen Spieler eben, ja, nicht wie in der KI den Krieg erklärt, sondern wenn dann normal. Und diese KI hier, die hat 55% Meinung noch vor uns. Aber die haben wir sowieso vor, demnächst anzugreifen. Genauso die anderen beiden hier. Das heißt, da werde ich gar nichts mehr in die Wege setzen. Lass mal so, wie es ist. Und dann wird es wahrscheinlich demnächst auch hier Richtung Persien gehen. Und wenn noch was von Pakistan übrig ist, hole ich mir auch Pakistan. Und dann werde ich hier so in der Südhälfte von Asien weiter Richtung Osten stoßen. Ich danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.